Klinische Ethikkomitee ist eine fachbereichsübergreifende Gruppierung. Wir setzen uns zusammen aus ganz unterschiedlichen Gruppen, aus Medizinern, Pflege, Juristen und sind zuständig für ethisch schwierige Fragestellungen im Klinikum. Für den Stand heute haben wir vorbereitet eine große Menge von Informationsmaterial über Entscheidungen am Lebensende, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Vorsorgevollmacht, Informationen über Organspende. Wir haben auch noch Broschüren vom Nationalen Ethikrat und wir informieren auch gerne über unsere Arbeit in der Klinik. Na, die klinische Ethik ist eben wirklich fachübergreifend. Es geht in der Regel um medizinische Fragestellungen, um Konflikte, die entstehen, zum Beispiel am Lebensende im Rahmen von Behandlungen. Und die müssen dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. Das sind eben philosophische und medizinische und psychologische und seelsorgerische und etwa juristische Fragestellungen. Alle diese Gruppen befinden sich auch in unserem Komitee und werden im Zweifelsfall dann auch über einen Fall beraten. Und genauso haben wir auch die Informationen aufgebaut. Also wir berichten auch über juristische, Konfliktpunkte, aber eben auch über medizinische Inhalte und versuchen, den Bürger so zu informieren, dass er für sich Entscheidungen treffen kann. Wir machen heute erneut eine Befragung zur Einstellung zur Organspende, zur postmortalen Organspende. Und wir überprüfen ein wenig das Wissen der Bevölkerung über die Patientenverfügung. Also was ist das? Wer darf sie erstellen? Was kann man damit abbilden? Das ist eben unser wichtiges Ziel, um anschließend dann zu informieren.